Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Moon und unserer süßen Sky. Und Moon wird heute, beziehungsweise in-game morgen, zum Teenager. Und ich bin ein bisschen scared. Aber ich freue mich andererseits auch total drauf. Ich bin sehr gespannt, wie das hier wird. Ja, ich denke, wir hatten im letzten Part ja für den Donnerstag schon was gemacht. Dreh, dies, das. Deswegen warte ich dann einfach bis zu ihrem Geburtstagstag, also morgen. Und dann drehen wir mal und schauen dann, was sie vielleicht auch direkt schon anstellen kann in ihrem Leben. Ich finde es toll, dass sie sich gerade noch mal süß unterhalten etc. I love it very much. Ja, sie ist immer noch traurig, weil ja Markus Flex gestorben ist, aber das wird auch bald vorbei sein. Kinderkanal ist nicht ihr Vibe und sie hat keinen Bock zu putzen. Relatable. Wenn das nicht dein Vibe ist, dann mach doch irgendwas anderes an. Ich bin ja so gespannt, wie Moon aussehen wird, ne? Also, sie wird wahrscheinlich sehr, sehr hübsch sein. Ich werde wahrscheinlich so lange fürs Umstyling brauchen. Einfach, jetzt macht sie noch eine Phase durch, toll. Ich werde wahrscheinlich so lange fürs Umstyling brauchen, weil ich will sie halt einfach wirklich perfekt machen, ne? So gespannt, oh mein Gott. Ah, yo, ich habe schon mehr vergessen, dass wir das hier gemacht haben. Geht's denen soweit ganz gut? Ja, anscheinend. Toll. Da kann sich dann auf jeden Fall Moon auch drum kümmern dann. Dann hängt nicht immer alles nur an Sky. Wieso sprühen die jetzt immer Monster unterm Bett ein? Ich habe das ja sogar ausgeschaltet in MTC. I don't know, die machen das jetzt immer automatisch bei mir. Das ist ganz, ganz wild. Sie werden so oder so nicht kommen. Wo geht sie hin zum Lesen? Hoffentlich drinnen. Ja. Oh, und sie hat jetzt die Musik ganz aufgedreht. Woo! Naja, dann ist das in Ordnung. Pflasterfruchtsalat und das Getränk Plasma Jane. Mmh, yum, yum, yum. Wo sind eigentlich ihre Hausaufgaben? Yay, sie hat das dritte Plasma-Buch. Ihr Vampir-Buch da freigeschaltet. Toll. Ich glaube, ihre Hausaufgaben sind irgendwie gone. Ich finde sie auf jeden Fall nirgendwo und im Inventar sind sie auch nicht. Dann ist das halt eben so. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt geschaut, ob die Schaukel funktioniert? Sie kann es ja nochmal versuchen. Sie geht auf jeden Fall hin, das ist ja schon mal cool. Nice, dann funktioniert das wenigstens. In Real Life würde ich es halt nicht unbedingt machen, wegen dem Pool und so. Ist ein bisschen gefährlich, dies, das. Aber in Sims können die ja zum Glück nicht runterfallen. Ja, und dann ab dann, wenn sie ein Teenager ist, muss man so ein bisschen schauen, ne? Werden wir sie dann andere auslutschen lassen oder geben wir ihr dann einfach diese Plasma-Getränke? Ist vielleicht besser, ne? Plasma-Beutel. Weil ich glaube nicht, dass sie andere Leute auslutschen würde, to be honest. Also, weil eigentlich ist sie zu cute dafür. Meinetwegen kann sie Fitness mögen. Traurig herumschwimmen, oh. Weil sie will unbedingt hier sich ein bisschen bewegen. Dann soll sie das doch gerne tun. Und wenn ihr das vielleicht auch mit ihren Emotionen hilft, ist doch toll. Dann fühlt sie sich auch gleich besser. Ist doch schön. Lass das Klo in Ruhe. Ja, jetzt ist sie besessen. Na toll. Dann lasse ich sie mal weiter lesen. Sonnenwende-Cocktail. Unerwünschtes Geschenk. Ich habe ein Geschenk bekommen, das mir nicht gefällt. Ich möchte es mit einem Freund tauschen oder zurückgeben. Kann ich das machen? Ich würde eher sagen, dass sie sagt, das Geschenk war für dich gedacht. Sei dankbar. Finde ich schon irgendwie besser, ja. Sie ist Level 12 einfach hier geworden, gerade eben. Stand da. Why, Alter? Das ist hardcore hoch. Es gibt, glaube ich, 15 Level. Wir feiern ihren Geburtstag, glaube ich, aber nach der Schule. Dann hat Sky auf jeden Fall noch genug Zeit, um was vorzubereiten. Weil ich würde schon sagen, dass wir eine kleine Party veranstalten. In diesem Haushalt hat heute keiner Geburtstag. Das ist eine Lüge. Dann halt nicht, dann machen wir keine Party. So, dann generieren wir mal kurz. Es ist die 15. Adoptiere einen Hund. Süß. Das finde ich unheimlich cute. Ich habe auch ehrlich gesagt ganz schön Bock auf ein Tier. Also ich hatte schon die ganze Zeit überlegt, ob ich das von sich aus so machen würde. Aber so ist natürlich auch süß, wenn das Spiel das so von sich aus sagt. I love it. Wir schauen dann gleich mal. Das ist dann so vielleicht auch so ein kleines Geschenk für Moon. Wir schauen einfach mal, was wir dann gleich finden im Adoptionsdienst. Gefälschten Trennungsbrief schicken. Sie ist ja so schelmisch aktuell unterwegs. Ich fände es irgendwie witzig. Hier, Emma Bell oder Emma Bell kennen wir eh kaum. Let's go. So, dann mal schnell alles ernten. Ansonsten geht es denen ganz gut, den Pflanzen. Hier adoptieren alle gerade irgendwie Tiere. Das ist ganz witzig. Dann schauen wir mal. Service engagieren. Und dann möchten wir einen Hund adoptieren. Okay, wen haben wir denn da? Oh mein Gott, ich finde alle süß. Oh, Mimi. Aber ich finde Zoe und Rusty auch süß. Ich kann ja alle drei einladen und dann schauen wir, wie gut wir uns mit wem verstehen. Und dann können wir ja danach mal schauen. Ich liebe Boris, by the way, auch. Aber ich wollte einen Welpen haben. Wir werden eh zu wenig Zeit mit denen haben, leider. Weil kurze Lebensdauer und so. Da kommt schon dieser Adoptionsvermittler. Oh, hi. Oh, Baby. Hi.
die freundlichste Art, sich vorzustellen. Oh. Also wir sind direkt Freunde mit Mimi auf jeden Fall. Also ich meine, wir können auch alle adoptieren, ist kein Problem. Oh. Also Sky findet auf jeden Fall alle toll. Das ist süß. Da singt jemand, das ist auf jeden Fall auch süß. Rusty ist ein bisschen ängstlich. Mimi hat auf jeden Fall Interesse daran, die Pflanzen hier kennenzulernen. Süß. Zoe war gerade ein bisschen aggressive. Das ist vielleicht nicht, was wir unbedingt wollen. Aber ich würde tatsächlich sagen, Mimi ist auf jeden Fall schon sehr, sehr toll. Weil wenn Mimi halt auch so Interesse an diesen Pflanzen und so hat, ist doch cool. Übrigens, Papierblumen. Anlässlich des Feiertags, Liebestag, hat die Klasse von Moon Papierblumen gebastelt. Der Lehrer hat alle Schüler gebeten, ihre Blumen jemand Besonderem zu geben. Moon überlegt, wem sie ihre Blumen schenken sollen. Natürlich verschenken wir Blumen. Als ob wir die selbst behalten. Nö. Also das macht sie schon. Nach der Schule entdeckt Moon ein Mädchen, das traurig allein auf einer Bank sitzt. Sie geht zu ihm hinüber und streckt ihm den Papierblumenstrauß entgegen. Beim Anblick des Geschenks hält sich ihre Miene auf und sie drückt Moon fest an sich. Der Lehrer hatte recht, es ist wirklich ein tolles Gefühl, jemanden am Feiertag, Liebestag eine besondere Freude zu machen. Süß. Also, wie gesagt, Mimi finde ich auf jeden Fall ganz toll. Die kann auf jeden Fall kommen. Und Rusty ist auch ein Cutie. Zoe, wie gesagt, ist halt so ein bisschen, naja, auch süß und so, aber war halt so ein bisschen aggressive und das ist halt irgendwie jetzt ein bisschen unpassend natürlich, ne? Deswegen, ja, würde ich mich dafür entscheiden, dass wir dann die anderen beiden nehmen. Sorry, Zoe. Ja! Oh, wir bleiben erstmal bei Mimi. Wenn ihr andere Namen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben, aber ich finde Mimi auch ganz süß. Deswegen bleiben wir erstmal bei Mimi. Oh! Und dann nehmen wir Rusty auch. Da bleibt der Name natürlich auch erstmal. Okay, wie süß ist dieses Bild. Wie süß einfach. Oh, I love it. So, dann sind wir fertig. Sim Male finde ich auch übrigens geil. Jetzt haben wir zwei Doggies. Oh. Wir sollten zwar nur einen Huhn adoptieren, aber ja. YOLO-Modus. Jo. Ich würde dann zwei von denen hier hinstellen. Und das will ich dann auch nochmal schwarz einfärben. Sieht einfach schöner aus. Und dann tun wir da oben noch so ein Kissen hin und hier unten natürlich auch. Das können wir ja später dann sogar in das Zimmer tun. Deswegen, vielleicht warte ich hier unten einfach noch damit. Dann brauchen wir natürlich noch eine Spielkiste. Ball. Ein Vogel machen wir noch. Dann lege ich hier noch so eine Matte drunter. Wie schön. Jo. I love it. Hi, Baby. Ich weine ein bisschen. Tier im Haushalt haben wir tatsächlich abgeschlossen. Die erkunden jetzt erstmal das Haus. Das ist so süß. Oh, ein Kühlschrank. Oh. Schniffler. Süß. Mimi ist eine Spürhundin. Hundin. Ja, während die dann halt das so ein bisschen erkunden hier, kann sie ja weiter lesen. BZW. Nee, sie kann erstmal den Kuchen machen, ne? Ist erstmal wichtiger noch. Plasmafruchtsalat kann sie jetzt machen. Geil. Das bringt denen, glaube ich, auch dann das, ne? Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mal schauen. Schokotorte oder weiße Torte. Hamburgerkuchen machen, I guess. Ist halt irgendwie am witzigsten, ne? Rusty chillt hier so und Mimi ist so auch hier einfach süß. Aber die freuen sich beide. I love it so much. Oh, Rusty ist eine Couch-Potato. Süß. Na, und Mimi ist ganz nah bei uns. Oh. Oh. Mimi mag den Ofen nicht. Michael und ich haben die Handschrift erkannt. Nicht lustig, Sky. Wer malt in einem Trennungsbrief schon Herzchen als I-Punkte? Ich glaube, die hasst uns jetzt, aber ist egal. Und Michael auch. Naja. Wie gesagt, wir kannten die ja kaum, also von daher. Egal. Tierobsession. Mimi mag den Lautsprecher auch gut. Und dann können wir auch schon mal die Pet Bowls füllen. Rusty freut sich auch schon. Süße. Rusty gönnt sich auf jeden Fall. Oh, I love it. Ich liebe diese Animation so. Die sind so klein, die Mausis. I love it so much. Das war eine gute Idee. Moon ist zurück aus der Schule. Jetzt würde ich mal Guy hier runterlassen. Und dann die Kerzen auspusten. Bin nicht breit. Aber auch doch. Aber auch nicht. Versteht ihr das? Ist halt schon was Besonderes. Weil sie ist ja dann die neue Ära. Die neue Generation so. Und das macht da natürlich schon viel aus. Du bleibst hier. Oh mein Gott, wieso steht sie da? Ach Mann. Tolles Geburtstagsfoto auf jeden Fall. Sie ist hier noch nicht mal richtig dabei, wenn ihre Tochter Geburtstag hat, ey. I hate it. Und sie ist faul. Sie wurde aus der Gruppe Children's entfernt, obviously. So, jetzt müssen wir randomisieren, was sie für ein Bestreben bekommt. 54 gibt es mittlerweile. Meine Herren. Und sie bekommt die 34. Die 34 ist
Strandleben. Na dann. Okay, und wie hübsch ist sie? Oh, wow. Ja, jetzt ist sie natürlich ein richtiger Vampir, ne? Sie wird erstmal angerufen. Evelyn möchte direkt, dass sie rüberkommt. Nee, egal. Wir müssen jetzt erstmal in den Cars. Ich bin so gespannt, Leute. Vorher natürlich erstmal speichern. Ich bin schockiert, wie wunderschön sie ist. Holy shit, ey. I love it so much. Auch ihr Body, ey. I love it. Wir begeben uns jetzt ins Umstyling. Das wird eine Weile dauern. Ich hoffe, das wird alles ganz gut noch in den Part reinpassen. Auf geht's.
Oh mein Gott, Leute, es hat so lange gedauert, ne? Oh mein Gott. Aber es ist die Gute in ihrer Vampirform. Ich habe halt ihr nur diese Narbe zusätzlich gegeben. Aber ansonsten sieht sie eigentlich sehr gleich aus. Und ich glaube nicht, dass sie so ein böser Vampir ist oder irgendwas. Sie hat jetzt ja auch noch keine Kämpfe oder sowas gemacht, indem sie dann irgendwelche Narben davon getragen hat. Aber wir schauen jetzt die Gute einmal an. Ich habe ihr 3 verschiedene Alltagsoutfits gegeben, die alle allesamt so unfassbar cute sind. Ich hoffe, ich habe ihren Style ganz gut eingefangen, aber ich denke schon. Es war ja immer endlich sehr süß und brav tatsächlich. Ja, das ist halt die erste. Und ich finde das so süß und irgendwie richtig passend so. Ne? Ja, und dann, das ist die zweite, finde ich auch sehr, sehr cute. Ich meine, wenn wir jetzt hier in der Wüste wohnen, dann brauchen wir natürlich auch sowas. Das hier, was auch sehr, 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 sehr cool ist und sehr trendy irgendwie auch. Weil wenn man Teenager ist, dann passt das natürlich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier ihre Abendkleidung, wo sie mal ein bisschen extravaganter aussieht. Ich finde das halt sehr, sehr cool. Ich glaube auch, dass sie halt so ein Teenager ist, die sich dann auch wirklich ein bisschen aufbrezelt. Deswegen fand ich das jetzt sehr, sehr passend und schön auch. Dann ihre Sportkleidung ist sehr, sehr casual gehalten. Dann ihre Schlafkleidung. Die ist auch sehr entspannt und nicht allzu warm gekleidet, denn wie gesagt, wir wohnen in einer Wüste. Da wird man jetzt nicht so frieren in der Nacht, denke ich, dass man sich jetzt unbedingt so lange Sachen anziehen muss. Ich fand es übrigens auch ein bisschen cool, einfach, dass hier dann so die Buchse so ein bisschen rausschaut. Ist halt irgendwie auch ganz attraktiv, würde ich sagen. Dann ihre Ausgekleidung sieht auch sehr, sehr cool aus. Die Hose wurde ja generiert und ich dachte, okay, vielleicht arbeite ich einfach mal damit, weil ich die sonst nie benutze. Ich fand es halt so, so cool irgendwie. Ja, auch irgendwie passend. Halt, es sieht brav und trotzdem trendy und schick aus und lieb's einfach. Sie ist es einfach. Dann ihre Badekleidung ist auch unheimlich süß. Ich wollte ja eigentlich das mit diesen Flamingos geben, aber da gab es halt kein passendes Unterteil. Deswegen habe ich das dann so gemacht. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr cool. Auch mit dem Hut, wie in der Kindheit, wo Mama gesagt hat, ja, pass ein bisschen auf immer, ne, vor der Sonne. Dann ihr heißes Wetter-Outfit sieht auch sehr, sehr trendy und cool aus. Ich fand das mit dem Fußkettchen so, so süß. Deswegen habe ich ihr das einfach mal gegeben. Und dann ihr kaltes Wetter-Outfit, was ich mir sehr, sehr süß fand mit dem Kaktus. As I said, wir wohnen in Strangerville und so und deswegen brauchen wir auch nichts so dickes. Und dann halt das mit dem Kaktus und ich dachte so, ja, das ist es halt irgendwie. Die Mütze hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen tatsächlich, aber wer weiß, wo wir ja sonst noch alles so hinkommen, ne? Aber ich lieb's einfach so, so sehr. Ich bin sehr bereit jetzt für die Teenager-Phase von ihr. Ah! Oh mein Gott, sie ist in-game ja noch hübscher. Oh mein Gott! By the way, ich hoffe, dass man die Maschinen draußen nicht so sehr hört. Es ist halt wieder Landwirtschaftszeit und so, Sommer, dies, das. Wenn man es hört, kümmert euch nicht drum. Wir machen jetzt ihr Zimmer noch ein bisschen teenagergerecht. Die Spielzeuge gehören da nämlich nicht hin. Diese Bilder auch weg. Die hat halt das Merkmal, dass sie kein Gelb mag, ne? Vielleicht sollten wir dann das hier auch umändern. Dann geben wir auf jeden Fall ihr auch noch eine neue Tapete. Das hier fände ich süß als so Special-Wand, weil sie mag ja blau auch so gerne und so. Ja, das geht doch eigentlich. Dann kriegt sie natürlich ihren eigenen Schreibtisch. Sie hat halt noch nicht so richtig ein Hobby, ne? Weil sonst hätte man ihr dafür schon was geben können. Aber ihr darf auf jeden Fall ein Kissen hin. Yay. Also ich lieb's ja so ein bisschen, ne? Das finde ich actually auch richtig süß und irgendwie auch passend. Ja, und ansonsten lasse ich es, glaube ich, erstmal fast so. Weil ich wüsste jetzt gar nicht so genau, was ich ihr noch so ins Zimmer packen sollte. Ich kann ja, wenn sie dann noch Hobbys und so dazu bekommt, kann ich es ihr dann immer noch geben. Sieht auf jeden Fall jetzt schon sehr viel Teenager-reifer aus. Dieses kann hier dann weg. Dann würde ich vielleicht auch diesen Tisch hier hinstellen, hier hinten, weil dann ist das hier nicht so eng immer. Ist doch besser, glaube ich. Wir lassen es auf jeden Fall erstmal so. Sie hat einfach direkt 2 Machtpunkte. Was ist mit ihr? Woher hat sie die? Aber ich glaube, ich möchte erstmal noch nichts kaufen. Die kann sie dann ja nach und nach eventuell dann noch erhöhen. Ich glaube, Mutti hat sogar noch ein paar Beutel. Nein, hat sie nicht. Schade. Sonst hätte ich sie ihr gegeben. Ich muss aber an dem Punkt auch schon das Video beenden, weil ich jetzt schon fast 1,5 Stunden aufnehme und das Video muss heute noch online gehen. Wird ein bisschen knappig alles, aber trotzdem bin ich froh, dass es jetzt hier so weit gekommen ist. Ah! Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was das hier alles dann noch so bringen wird, etc. Und wie gesagt, also ich finde sie wunder, wunder, wunderschön. Ich hoffe, dass wir mit ihr dann coole Storylines basteln können, dass ihr Leben einfach cool wird. Ja, und wie gesagt, wenn wir die Hunde nochmal umbenennen sollen, dann schreibt mir das gerne.
Falls ihr Ideen habt, was wir mit Moon so anstellen wollen, dann schreibt mir das auch gerne. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!